Im Jahr 1940 sind in Grafenegg Verbrechen passiert. Über 10.000 Menschen sind in Grafenegg ermordet worden. Das sind sehr viele Menschen. Die meisten Menschen hatten eine geistige Behinderung oder eine psychische Krankheit. Mein Name ist Daniel Hildwein, ich bin Mitarbeiter in Grafenegg. Ich kenne mich mit den Verbrechen gut aus. In diesem Video stelle ich die Gedenkstätte vor. Ich stehe hier an der Gedenkstätte in Grafenegg. An der Gedenkstätte können sich die Menschen an die Verbrechen erinnern. Und sie können sich an die Opfer erinnern. Verschiedene Menschen haben die Gedenkstätte gebaut. Diese Menschen arbeiten auch heute noch zusammen. Das nennt man auch Arbeitskreis. Sie treffen sich immer wieder. Sie sprechen über die Gedenkstätte. Zu dem Arbeitskreis gehören zum Beispiel Mitarbeiter von der Samariterstiftung, Menschen aus der Umgebung. Der Arbeitskreis möchte an die Verbrechen und an die Opfer erinnern. Der Arbeitskreis hat auch einen Verein gegründet. Der Verein heißt Verein Gedenkstätte Grafenegg. Der Verein Gedenkstätte Grafenegg kümmert sich um die Gedenkstätte. Die Gedenkstätte besteht aus verschiedenen Stationen. Das ist die erste Station, der Eingang. Jetzt stehe ich vor dem Eingang zu der Gedenkstätte. Am Eingang steht eine Steintafel. Am Boden sind große Steine in einer Reihe. Die Steine sind flach. Über die Steine kann man in die Gedenkstätte gehen. Die Steine am Eingang nennt man auch Steinschwelle. Auf den Steinen stehen die Namen von 40 Einrichtungen. Zum Beispiel Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. In diesen Einrichtungen haben die Opfer gewohnt. Die Täter haben die Opfer nach Grafenegg gebracht. In Grafenegg haben sie die Opfer ermordet. Jetzt gehen wir zur zweiten Station. Das ist die zweite Station, der Friedhof. Ich stehe jetzt auf dem Friedhof. Auch hier wird an die Opfer erinnert. Aber das war nicht immer so. Viele Jahre lang wollten sich die Menschen nicht an die Morde erinnern. Erst im Jahr 1962 hat die Samariterstiftung eine kleine Gedenkstätte gebaut. Das war erst 20 Jahre nach den Verbrechen. Auf dieser kleinen Gedenkstätte steht ein großes Steinkreuz. Und es gibt zwei große Gräber. In den Gräbern ist die Asche von vielen Opfern begraben. Die Samariterstiftung hat eine Mauer um die kleine Gedenkstätte bauen lassen. Aber es gab keine Informationstafel. Niemand wusste, hier ist die Asche von den Opfern begraben. Erst im Jahr 1985 hat die Samariterstiftung eine Informationstafel aufgestellt. Die Informationstafel steht vor dem Friedhof. Auf der Informationstafel steht etwas über die Geschichte von Grafenegg. Ich gehe jetzt zur dritten Station. Das ist die dritte Station, die Kapelle. Jetzt stehe ich vor der Kapelle von der Gedenkstätte. Eine Kapelle ist eine kleine Kirche. Der Verein Gedenkstätte Grafenegg hat diese Kapelle gebaut. Jedes Jahr gibt es an der Kapelle einen Gedenkgottesdienst. Zu dem Gedenkgottesdienst können alle Menschen an die Kapelle kommen. Und sie können sich gemeinsam an die Opfer und an die Verbrechen erinnern. Nun gehen wir zur vierten Station. Das ist die vierte Station, das Namensbuch. In einer Schublade hier außen an der Kapelle liegt ein Buch. Das Buch kann jeder Besucher in der Gedenkstätte lesen. Das Buch heißt Namensbuch. In dem Namensbuch stehen die Namen von den meisten Opfern. Lange Zeit wusste man nicht, wie viele Opfer in Grafenegg ermordet wurden und wie die Opfer geheißen haben.
Viele Jahre haben die Mitglieder von dem Arbeitskreis nach den Namen von den Opfern gesucht. Sie haben die meisten Namen gefunden. Jetzt wissen Sie, diese Menschen waren die Opfer. Der Verein Gedenkstätte Grafeneck hat die Namen in das Namensbuch geschrieben. Bis jetzt sind es 9.600 Namen. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte suchen weiter nach den fehlenden Namen. Hinter dem Namensbuch ist eine Wiese. Auf der Wiese sind 26 Steine verteilt. Auf jedem Stein ist ein Buchstabe aus dem Alphabet. Die Wiese nennt man Alphabetgarten. Die Idee von dem Alphabetgarten ist, mit den Buchstaben kann man jeden Namen schreiben. Auch die Namen von den Opfern, die man nicht kennt. So wird kein Opfer vergessen. Der Alphabetgarten erinnert an alle Opfer von Grafeneck. In Baden-Württemberg gibt es an vielen Orten Gedenkstätten für die Opfer von Grafeneck. Es gibt Gedenkstätten auf Friedhöfen, zum Beispiel in Karlsruhe und Konstanz. Auf den Friedhöfen sind Urnen aus Grafeneck begraben. Es gibt Gedenkstätten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel in Mariaberg und Stetten. In diesen Einrichtungen haben Opfer gewohnt. Es gibt Stolpersteine vor Wohnhäusern. Ein Stolperstein ist ein Stein im Gehweg vor einem Wohnhaus. Auf dem Stein steht ein Name. Ein Stolperstein zeigt, in diesem Haus hat ein Opfer von den Nationalsozialisten gewohnt. Die Nationalsozialisten haben nicht nur Menschen mit Behinderung umgebracht. Es gibt viele Stolpersteine in Deutschland. Übrigens, wir haben auch noch andere Videos in leichter Sprache gemacht. Zum Beispiel über das Dokumentationszentrum und unsere Angebote in leichter Sprache. Schauen Sie doch mal rein.